Das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich mir das da anschaue, 5a plus 10b, das könnt ihr doch auch so aufschreiben, 5 mal a plus 2 mal 5 mal b. Dann sehe ich, der 5er kommt da beim ersten und beim zweiten vor. Den kann ich jetzt natürlich herausheben. 5 mal. Dann mache ich da eine Klammer. Was bleibt denn beim ersten übrig? 5 mal was ist 5a? Da fehlt nur mehr a. 5 mal was ist 10b? 2b. Das nennt man Herausheben von gemeinsamen Faktoren. 5 mal a ist 5a. 5 mal 2b ist 10b. Hat funktioniert. Das schaut man sich als erstes einmal an und überlegt, was sind denn da Faktoren, die in beiden gemeinsam vorkommen. Da müssten wir wieder unsere Primfaktorenzerlegung machen. Aber man sieht dann recht schnell, das wäre so wie 4 mal 10 mal x mal y, 3 mal 10 mal y. Und was kommt jetzt gemeinsam in beiden vor? Das ist der 10er, das ist das y. Also hebe ich mal 10y vorn heraus, mal Klammer, 10y, 10y und dann sehe ich recht schnell, was da übrig bleibt. 4x minus 3. Das war's.